Hallo zusammen, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Heute ein bisschen früher als sonst, sonst lassen wir mal den Sonntagabend gemeinsam ausklingen beim Geschwätzblitz. Aber wie ihr sicherlich verfolgt, kommen die US Masters derzeit, beginnt um 20 Uhr. Und damit ihr die verfolgen könnt, starten wir heute etwas früher und im Anschluss könnt ihr dann direkt weiter Schach machen. Genau. Und ihr kennt das Format, fordert uns heraus. Im Chat könnt ihr gleichzeitig euch Eröffnungen wünschen, die ihr gerne mal sehen wollt, wie wir die so behandeln würden, obwohl wir die Theorie nicht kennen. Probieren wir immer wieder gerne aus. Und wir starten, oder? Ja, fordert uns gerne heraus, 5 Minuten Partien. Sind noch nicht viele Challenges da, also eure Chancen im Moment sind hervorragend dran zu kommen. Und zwar gegen die 5. Und was haben wir gerade? Wir haben gerade genau 5 Challenges. Ja, passt doch. Ja, diese Zeit ist ungewohnt. Ja, vielleicht eher genau, weil man es nicht so auf dem Schirm hat, ne? Mhm. Möchtest du anfangen oder möchtest du anfangen, Eröffnungswünsche zu notieren? Nein, ich möchte lieber wieder anfangen, das letzte Mal mit den Eröffnungswünschen. Ich spiele lieber, als dass ich schreibe. Okay, es wäre. Und außerdem steht ja jetzt noch nichts da. Deswegen kann ich jetzt ja noch alles spielen, was ich möchte. Genau, darf ich einmal noch kurz? Nein. Dann mache ich trotzdem. Und zwar einmal noch das Fenster anpassen. Das geht hier auf meine Zeit. Wenn ich am Ende wieder Zeitprobleme habe, weiß ich schon. Was willst du spielen? So, hier, du darfst übernehmen. Na toll. Okay, noch gewünscht ist Scandi mit Springer F6 statt dem Wiedernehmen. Da halte ich ja nicht so viel von. Ich mache das aber trotzdem. Ich schreibe es mal auf. D4, Londoner System. Das können wir machen. Wie war denn das nochmal? Und Läufer spielen mit drittens D4. Achso, du stellst Fragen. Oder erst Läufer E3. Mm-mm. Mm-mm. Kann sein, dass ich jetzt hier theoriemäßig mich vertue und das ganz schnell geht. Läuferspiel ist notiert. Ansonsten Spanisch. Mm-hmm. Läufer D6. Na, das wird aber nicht die Widerlegung sein, oder? Von meinem Springer B5? Mhm, nee. Den kannst du jetzt nur rausnehmen, Doppelbauern verpassen und dann auch wieder nach B5 ziehen jetzt, ne? Ja, das ist eigentlich gut. Sieht gut aus, ne? Zweimal. Gut, dann wird er wegrochieren. Aber okay, so nehme ich raus. Sieht gut aus. Spanisch habe ich notiert, geschlossenen Sizi. CS01 hasst schottisch. Ja, den D6 kann man doch den gut nehmen. Den gönne ich mir und jetzt ist der Läufer auf C8 immer noch. Keine ja. Granate. Der kommt jetzt ziemlich schwer raus. So, ich finde mal, die ersten Partien sind immer ganz schwierig, weil Läufer irgendwie C4. Muss man sich da erstmal an Schach gewöhnen wieder. Wieso denn nach C4? Dann kommt der Springer mit Tempo nach E5. Ja, aber dann gehst du nach B3 und dann kommt der nächste mit Tempo nach D4. Ja, ist er. Ja, gut, Mausi, dass du drüber nachgedacht hast. Hättest du auch nach D5 gehen können. Dann kommt er nach B4 und dann gehst du nach B3. Das wäre ein Trick gewesen. Na, super. Oha, und der Chat ist eifrig dabei und weist dich auf Folgendes hin. Was? Läufer C5 wäre wohl gut gewesen. Ja, aber das ist ja auch die Theorie, dachte ich zumindest. Läufer C5. Und dann dachte ich, geht's weiter mit Dame E2, Läufer B6, Läufer E3, irgendwie so geht das. Mhm. Tja. Dachte ich zumindest, aber wer weiß, ne? Mir, mich als Theorie-Expertin darf man da ruhig mal hinterfragen. Ja. Das ist schon okay. Wie wär's mit Neidorf? Das können wir gerne machen, klar. Kein Problem, ist notiert. So. Sowas wie A3 oder C3 mal, eher A3. Und dann Läufer D5. F3 kannst du noch spielen,
Auch ein guter Zug. Ich darf auf jeden Fall nicht einschlafen. Ich bin hier schon wieder so langsam unterwegs. Was haben wir denn so für Eröffnungswünsche? Ja, okay. Ja, bisher. Die üblichen einige. Verdächtigen, ne? So. Ja, Läuferspiel. Das habe ich früher viel gespielt gegen E5. Was? Ja. Echt? Ja. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, recht spontan. Ich habe nämlich auf einer Landeseinzelmeisterschaft gespielt und ein Gegner, der nie E5 spielt, hat das getan und dann dachte ich mir, da ist was im Busch. Der hat sich vorbereitet. Und dann hattest du Angst und hast das nicht gespielt? Nö, ich hatte keine Angst. Ich habe mir einfach gesagt, ja, du kannst doch gar kein E5 und habe Springer F3 gespielt, was ich ja auch kann. Also ansonsten... Und bei mir war noch witziger, da ich habe ja immer Läuferspiel gespielt, ne? Und dann war ich bei irgendeiner Sachsenmeisterschaft oder irgendwas oder irgendeinem Turnier und hatte da dann für die Vorbereitung eine andere Trainerin. Und die hat gesagt, irgendwie E4, E5, Läufer C4 ist schlecht. Und dann habe ich einfach in der Partie den Springer F3 gespielt, aber ich konnte es halt so gar nicht, ne? Also so... Ja. Und dann habe ich auch Ärger mit meinem Heimtrainer bekommen, der dann gesagt hat, hallo, du kannst doch nicht einfach was anderes spielen, nur weil irgendjemand sagt, das ist schlecht. Mal, der hängt doch hier. Achso, ja, oder direkt das nehmen, ne? Das sieht gut aus. Oh, und der Turm hängt auch. Jetzt hängt alles. Welch Freude. Das sieht doch nach einem guten Start aus. Dann noch der Hinweis, wir sind hier im deutschen Chat. Ich weiß nicht mal, was das für eine Sprache ist. Wäre nett, wenn ihr auch dabei bleiben würdet. Lettisches Gambit schreibe ich noch auf, aber da bitte einmal erwarten wir noch die Erläuterung, was denn das lettische Gambit ist. Alles wissen können wir leider auch nicht. Ja, die Leute denken wahrscheinlich, wir sind total bekloppt, weil wir immer wieder die gleichen Sachen fragen, aber irgendwie bleibt das nicht so richtig hängen. Ja. Wenn man das selber nicht in der richtigen Turnierpraxis praktiziert. Ja. Ja. So, kleine Pause. Wieso? Ach du, ich glaube, das war ihm durchaus bewusst, dass er damit nicht wirklich beiträgt zum Chat. Deswegen gönnen wir ihm eine Pause. Ach so, ich dachte für dich jetzt. Nein, nicht für mich. Ich dachte, du erst mal kurz mal schnaufen von dem anspruchsvollen Zuschauen, was du gerade hier... Ja, lass uns das noch einmal ganz kurz, damit man hier nicht nur lacht, sondern auch was lernt. Was ist mit Läufer C5? Also, wir sind uns einig, Springer schlägt C7, kann es nicht sein, dann kommt König D8, der Springer hängt. Dame E2, meine ich. Dame E2. Ja, und dann Läufer B6. Aber es kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle, aber dann 1, C3, Springer oder? C3, Springer E7, Läufer E3, ja, Läufer A5. Ja, Rochade. Rochade, genau. Mhm. So ja. Geht das. Und dann kommt nämlich jetzt A6, Springer D5. Möchte ich noch zeigen, dass ich das auch kenne. Die Melanie kennt alles. Ja. So, E4, E5, Springer F3, F5. Das klingt wie ein Gambit, was ich überhaupt nicht gerne spielen möchte. Muss ich ehrlich gestehen. Okay, also legt euch in der Theorie nicht mit Melanie an, die kennt das alles. Ich glaube, wir können die Anzahl der Challenges bzw. hier unseren Zufallsgenerator ein bisschen hochstellen und es kommt trotzdem die 2, das ist schön, denn zählen mag ich überhaupt nicht. Ist nicht deine Stärke, ne? Nein. So. Den Graf haben wir, ne? Ja. Auf geht es. Wie ist da unser Score? Zeig mal bitte. Der Score gegen Graf ist 11-1. Londoner ist das erste auf der Liste und das ist auch sehr forciert, da kann Schwarz jetzt nicht so viel gegen machen. Deswegen wird das jetzt einfach mal gespielt. Ich glaube, Läufer F4 ist die etwas genauere Zugfolge. Ich mache trotzdem erst Springer F3. Weil du es kannst, oder was? Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. So... wie war denn das noch? Was ist eigentlich die Idee von Londoner? Londoner so, mit Läufer B5, so, das ist so modern. Harmlos aus irgendwie, aber trotzdem spielen das gerade alle. Ja.
Du darfst dich auch erstmal auf die Partie konzentrieren. Ich muss nur ganz kurz überlegen. Er hat natürlich ein essentielles Tempo verloren durch C6, C5. Ja, aber dafür steht der Springer da jetzt. Na gut, der würde ja aber auch bei direkt im C5 dort Ach stehen. So. Und es könnte sein, dass ich jetzt ganz gutes Druckspiel gegen C6 bekomme. Hier mit Springer E5 und Dame A4. Könnte gut sein. Dame B6, Dame A4. So, jetzt hängt schon. Läufer D7 oder so? Ja, dann würde ich einfach das Läuferpaar nehmen und das wär's dann sozusagen. Mehr ist nicht drin. Manchmal muss man halt auch klein. Wo kommt meine Dame her? Ja, ich wollte gerade fragen. Upsala. Du kannst ja dann auch nie so gut auf C5 schlagen. Oder ich mach B4. Ja, lass uns ein aggressives Spiel spielen. Okay. Ich frage mich nur, ob es jetzt schon vorbei ist mit der Aggressivität. Ja, das kann gut sein. Und die Dame fühlt sich nicht sonderlich wohl, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Ah, wir haben ein paar Londoner Fans im Chat. Ja, ich glaube auch, dass das unangenehm sein kann. Es kommt da tatsächlich auf genaue Zugfolgen an, das ist schon richtig so. Ja. Das mit Weiß halt noch nie getestet und deswegen ist mir das noch nicht so ganz bewusst, was da alles so dahinter steckt an Ideen und so. Also mein letzter Stand war halt, dass das mit... Ach, hier hängt was. Na, siehst du wohl. Dass das mit Läufer B5 so das Neuere ist, wie man das wohl spielt. Da gehe ich zurück. Früher war nur mit Läufer D3 sozusagen angesagt. Okay, jetzt möchte ich gern C4 spielen. Problem ist, da hängt noch was. Mache ich doch erstmal A3 und dann C4 gleich. Habt ihr denn das schöne Wetter genutzt, das Wochenende? Wir haben es im Auto verbracht. Zumindest teilweise. Ja, wir waren in meiner Heimat bei einer Konfirmation und der Wetterbericht hat uns in die Irre geführt. Sagt ja, irgendwas von wegen 11 Grad. Nico, und morgens, wie muss ich mich anziehen? Welches Kleid wähle ich? Wie warm wird es? Und der so 13 Grad. 11 bis 13. Dann die Strumpfhose rausgeholt, Jacke dazu drüber und dann angekommen und natürlich erstmal geschwitzt. Ja, das war ein kleiner Trick. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, jetzt ist der Läufer. Na, jetzt kannst du doch da schlagen. So, Turm schlägt C4. Ja. Passt. Ach, vielleicht, ach ne, Springer D4 funktioniert ja auch nicht. Kannst du mit dem Turm schlagen. Und auch der D3 hing ja auch. So, und jetzt könnte ich verschiedene Sachen machen. Was ist das Beste davon? Ja, was Verrat hast du denn zur Auswahl? Sonst kann ich dir ja nicht sagen, was gut ist. Turm D4 sieht logisch aus. Um ihn dort zu vertreiben? Naja, wo soll er denn hin? Oder halt einfach tauschen und einen Springer schlagen. Wie du magst. Ich weiß noch nicht, wo der Springer von D3 hin soll. Er macht Turm D8. Ach so. Das wäre so meine Vermutung gewesen. So. Ja, ja. Aber dann Turm D1. Ach so, dann Springer B2. Irgendwann droht der Springer B2, weil wir Turm G4 Schach jetzt nicht mehr zur Verfügung gehabt hätten. Oh, und Oliver hat das 18. DWZ-Turnier in Wilster gespielt. Wie ist es gelaufen? Oha, das ist doch hier ein kleiner Trick. Gut, der dich aber nicht so weiter stört. Ist ja nur die Dame angegriffen. Den Springer fessle, der Turm ist nicht gedeckt. Ja. Dann geht der Trick wahrscheinlich nach hinten. Das sieht aus. Ein bisschen nach Eigentor aus, ne? Manchmal sieht irgendwas ganz schön aus, aber man schaufelt sich damit selbst ein Grab. Dabei hätte ich eigentlich voll gerne gesehen, wie du hier mit den zwei Läufern und den Meerbauern agierst. Und der kaputten Struktur. Ja, aber ich meine, dann kann man ja mal
schauen, wie das Läuferpaar so zur Geltung kommt. Ja, das stimmt. Aber okay, das ist natürlich jetzt mit dem hängenden Turm nicht mehr so gelungen. Okay, danke für die Partie. Ich glaube, wichtigster Moment war spätestens hier an dieser Stelle. C4 ist natürlich eine sehr schlimme Drohung, weil der E4 danach hängt und die Stellung öffnet sich für das Läuferpaar. Also vielleicht besser wäre noch gewesen, mit dem Springer zu nehmen, damit ich jetzt nicht auf E4 nehmen kann. Also ich könnte es trotzdem, aber es macht keinen Unterschied mehr. Also zum Beispiel so, so, so. Und hier hat Weiß auch das Läuferpaar und steht leicht besser, aber Schwarz hat natürlich noch Chancen auf ja, Ausgleich oder sonstiges. Okay. Wir haben eine Frage im Chat und zwar, ja, was wir machen, wenn die Saison nicht optimal läuft. Da muss ich kurz zurückfragen, ist das dann auf die Mannschaft bezogen, also wenn es für die Mannschaft in der Saison nicht so gut läuft oder auf einen Einzelspieler? Aber wir können auch einfach beides beantworten. Mit der Mannschaft, das hatten wir letzte Saison schon. Tja, was macht man da? Wir wollten eigentlich um den Aufstieg spielen in der Oberliga und haben das relativ früh schon relativ unmöglich gemacht. Und ja, bist dann du muss man halt. Für 3 Minuten? Oh Gott, dann kann ich jetzt aber nicht weitererzählen. Dann musst du weitererzählen. Ja, es lief nicht optimal. Was haben wir was gemacht? Was muss ich spielen? Das weiß ich noch gar nicht. Nix. Kann man nicht viel machen. Also man kann ja schlecht die anderen Spieler, also man motiviert sich natürlich gegenseitig. Aber wenn man selbst eine schlechte Saison hat... Man muss das Beste draus machen, ne? Genau. Wenn man selbst eine schlechte Saison hat, was kann man da tun? Trainieren. Und man kann natürlich, man hat extrem viel Zeit zwischen den Runden nochmal abzuschalten und jede Partie völlig frisch und neu zu starten. Ja, manchmal finde ich das sogar motivierend, wenn es gerade richtig blöd läuft, weil dann denkt man sich, oh, jetzt geht's los hier, was kann ich spielen? Achso, was kam? Nix. Gerade Damen-Indisch reingekommen. Oh nee, das geht nicht mit 3 Minuten. Das geht nicht mit 3 Minuten. Sorry. Das kam erst zu spät, da hatte die Partie schon begonnen. Okay, ich nutze die Zeit jetzt auch, es wird ja eine schnelle Partie und gucke zu und lerne von Melanies Königs-Indisch. Und Sizi schreibe ich noch da auf. Da muss ich mir jetzt ja Mühe geben hier. Ja, letztes Mal hat der Trick gut geklappt, dass du den C-Bauern gewonnen hast. Jetzt hat er das gemerkt. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja, der sieht gut aus. Ich weiß auch gar nicht, wie man dann schlägt. Wahrscheinlich mit dem Springer, ne? Sieht gut aus. Also, sieht wie eine Spielbaumstelle aus, ja. Ist jetzt das ist für Königs und da schon mal ganz schön viel. Na gut, du bist jetzt ja auch fast in die Symmetrie-Variante da so bei Katalanisch gekommen. Also kann der Gegner ja auch, wenn erstmal Springer F3, also richtig Springer F3, Springer F6 und so. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das macht nichts. Damit D7? Wieso? Um Läufer H3 zu spielen. Wieso? Den Läufer abtauschen. Oder damit C8 vielleicht besser, ne? Na, der Läufer auf E6 wird nicht ewig eine Granate bleiben, das muss man auch immer sagen. Ja, aber ich kann jetzt auch nach F5 zurück, jetzt geht der E4 nicht mehr. Zum Beispiel. Aber gut. Kannst du machen, wie du möchtest. Ja, kann ich ja nicht. Doch, du kannst das machen. Ja gut, das stimmt schon. In manchen Stellungen ist Läufer H3 eine ganz gute Idee. Warum Läufer F5? Läufer F5 ist... Um E4 zu verhindern und selber Springer E4 zu spielen. Befrage den mal. Frage ist, ob du vielleicht mit dem Bauern besser wieder nimmst. Nein. Okay. Ja, vielleicht, aber... Wie wäre es mit Alvins Gegengambit mit Weiß? Wenn mich nicht alles täuscht, ist Alvins Gegengambit aber etwas, was Schwarz spielen kann gegen Königsgambit. Also so viel Einfluss haben wir da nicht. Den oder den anderen Springer? Nein, okay. Einfach nein. Du darfst mir bei 3 Minuten nicht zu viel sagen, weil sonst muss ich da mal über deine Ideen noch nachdenken und das ist Überforderung dann. Okay, aber ich merke eigentlich, dass du hier das ganz schön schnell
Und da zockst. Ja, liegst kann, gut in der musst Zeit. Du mal festhalten, dass ich eine Minute mehr habe von 3 Minuten, die ich überhaupt erstmal ja. hatte. Was machst du auf E4? Kritische Was Frage. E5. Geht das? Boah. Also wenn ich schlage, achso, dann kommt er mehr. Schlage F5? Ja, mach. Ja, das ist eine gute Idee. Und danach E5. Entweder oder Turm D8 zuerst. Turm D8? Und einfach auf den D4 gehen. Aber ja, warum nicht? Du hast ein bisschen Probleme, den E7 zu decken, wenn Dame E2 kommt. Ja, deswegen wollte ich ja E5 spielen, du. Ich kann... Mann, das finde ich jetzt... Kannst immer noch G5 spielen und dann E5. Ja, alles krachen. Aber es wäre, glaube ich, trotzdem besser gewesen, direkt E5 zu spielen. Vielleicht, aber nicht sicher. Was machst du auf F4? Ja, das überlege ich gerade. Turm E8. Gleich irgendwie rauskommen, ne? Die Dame rausbringen, den nächsten Turm rein, dann stehst du, glaube ich, ganz vernünftig. Ja, jetzt habe ich einen Bauern eingestellt, vielleicht. Welchen denn? Der G5 hing. Achso, Läufer schlägt G5, ja. Mhm. Wenn er den jetzt schlägt, kann er nicht. Was möchte er schlagen? Sieht irgendwie aus, als würde Taktik gehen, ne? Ja, aber ich spiele lieber D4. Schnell. Und überlege. Springer den. F2. Ach, oh. Vorbei. Oh, und wie viel Zeit hatte ich noch? Mensch. Über eine Minute, was? Ja, Melli trainiert und zwar Bulletschach. Jeden Tag 4 Stunden. Und das hat sie hier gezeigt. Richtig cool. Kein Quarks. Ja. Ich wollte trotzdem noch was zu dem Thema sagen, wie man damit umgeht, wenn man schlecht in Form ist. Okay. Und ich schreibe mir noch einen Eröffnungswunsch auf. Da war noch irgendwas. Nee, war doch nichts. Ja, ich glaube, die Kunst ist dann, dass man sich trotzdem weiter motiviert, weil es ja schon sehr demotivierend sein kann, gerade wenn man viel trainiert und es trotzdem irgendwie schlecht läuft. Mhm. Aber häufig ist es so, dass sich das dann halt auch immer erst später auszahlt. Deswegen dranbleiben und versuchen, nicht den Mut zu verlieren. Ob wir Taktik üben, ja, und wie? Also ich bekomme zum Beispiel vom Bundestrainer Aufgaben geschickt quasi. Ja, ich nicht. Eine Mischung macht's, ne? Also ich glaube, das sind auch persönliche Vorlieben, aber Bücher und Taktiktrainer, ja. In der App zwischendurch mache ich sehr gerne. Ist halt auch praktisch, weil man das ja überall machen kann, weil man das Handy immer dabei hat, ne? Genau. Auf der anderen Seite dieses ganz direkte Feedback, das tut auch nicht immer gut, weil man sich nochmal ganz anders festlegt, wenn man die Lösung aufschreibt, am Brett das macht und dann erst die Lösung nachschlägt. So, der erste Wunsch des heutigen Tages war Sveshnikov. Ich versuche das zu spielen und London abhaken. Kann ich auch. Ach nee, ich habe mich ja geweigert, Damen-Endisch zu spielen. Tut mir übrigens leid. Ach, C3. Tja. Damit. So, was war denn das noch? Das war doch irgend so ein dubioses Gambit, ne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo du da reingerutscht bist. Ich schlag den einfach raus jetzt, okay? Okay. Okay. Was machst du auf D5? Ich gehe ganz rigoros zurück nach B8. Oh ja, woher nehmen wir unsere Energie zum Schach, Nebenberuf und so weiter? Das ist eine gute Frage, weil die tatsächlich auch nicht immer da ist. Also gerade abends geht es mir so, wenn ich von der Arbeit komme. Und im Beruf denkt man ja auch viel nach und
Ist teilweise dann doch ein bisschen anstrengend und so. Da kann ich mich auch nicht immer aufraffen, aber ich habe jetzt Geheimrezept. Ich mache jetzt immer von 6:30 bis 7:30 eine Stunde. Also was heißt Morgens. immer? Also ich ziehe das jetzt seit 2 Wochen gerade mal durch, aber bin sehr stolz drauf, dass es bisher geklappt hat. Und da bin ich auch noch hoch motiviert und schaffe das auch noch ganz gut. Also kann die Aufgaben auch lösen und ja, aber da muss, glaube ich, jeder so seine Zeit finden, ne? Also, Ja, wann er das gerne wenn die macht, vor Kurbelwelle der. dann nicht funktioniert, dann würde er dann über ein Brett einschlafen. Dann würde er wahrscheinlich gar nicht erst aus dem Bett erstmal kommen. Was? Naja, du willst ja auch nicht mit mir zum Sport morgens. Zurückziehen, eins meiner Lieblingsmotive. Ja, wenn ich dafür einen Bauern bekomme, mache ich das doch immer. Okay, und jetzt geht es los. Auf. Der muss wahrscheinlich sein, ja. Und jetzt habe ich doch eine sehr solide Aufstellung mit mehr Bauern. Wie hast du den denn gewonnen? Ach ja, Er auf hat doch auf E4 haben E4 wir den direkt gegeben. direkt geschlagen. Jetzt auch noch H6. Aber vielleicht gar nicht so schlau, wenn er nach G3 möchte. Dann gebe ich ihm da ein bisschen Starthilfe. Okay. Mache ich mal A6, B5. Ein bisschen. Ach, heute ist. Ach, F4 hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Dann ziehe ich doch einfach vorbei. Also nehmen sollte man nicht Ja, wegen E7, E7, nee. aber E4 ist natürlich der Traum. Und ich hätte Läufer G3 erwartet, um Druck auf E7, E5 zu machen. Da fehlt zwar noch was, aber. Also am Druck. Okay, mehrere Möglichkeiten hier. Läufer 5. Läufer F5, Obwohl, dann Turm kommt Läufer F7. E7 vielleicht. Na gut, dann da nehmen, Da dann. nehmen, dann hängt Turm und na gut, du kannst Turm ja auch. Oder einfach so, Ja, direkt. aber so. Und jetzt noch Läufer E7? Dachte ich auf F4 schlagen. Das wäre gerade auch schon eine Maßnahme gewesen, Stimmt, ne? ne? Hm. Ja. Heute ganz, ganz viele Fragen, das finde ich super. Was macht Melanie für Sportarten? Also meine Hauptsportart neben Schach ist Laufen. Also ich laufe sehr viel und auch sehr gerne. Darüber hinaus, ach ja, Fahrradfahren auch täglich zur Arbeit. Kraft, wie nennt man das denn? Naja, so Krafttraining, Melanie geht Geräte. pumpen. Ja, das klingt immer so doof. Aber ja, und im Boxen habe ich mich auch versucht. Das war's. Ja, das genügt immer auch. So, man merkt jetzt natürlich diese Übermacht an Figuren, die wir haben. Das sind wohl zu viele, als dass er da noch lange überleben wird. Gesundheit. Entschuldigung. Unsere Lieblingseröffnungen. Da muss ich mal kurz nachdenken. Also aus schwarzer Sicht schon gerne Königsindisch. Damit kriege ich zwar auch immer mal so ordentlich auf die Mütze, aber dafür halt auch geht öfter mal gut und die Partien sind halt meistens echt interessant. Und mit Weiß, na gut, da sucht ja Schwarz eigentlich aus, ne, Ja. was kommt. Ja. Partiezusammenfassung. Da vielleicht Italienisch. D4 Ja. ist natürlich dubios. Meinst du, das gibt's nicht? Also, ich kenne das Ganze. Auf D6, da ist es gängig. Also, weil man dann mit Dame A4 irgendwelche Tricks hat oder wie? Nee, beziehungsweise er muss irgendwie vorher noch ein Tempo verlieren, ne? Und, na, auch das meine ich schon mal gesehen zu haben, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie komisch. Also in der Partie kam es mir nicht so vor, als hätte er irgendeine Art von Ja, das Kompensation ist immer dafür das gehabt. Beste, wenn man denkt, das gibt's nicht, das muss schlecht sein und Ja, dann spielt man die ganze Zeit so, als ob man schon fett auf Gewinn steht. ja. Dabei ist das Ja, noch Theorie, aber man weiß es ist einfach voll nicht. motiviert Ja. und richtig bereit, den fertig zu machen.
Ja, das kenne ich auch aus der Turnierpraxis. Ach, Nico macht auch Sport. Ich mache auch ein bisschen Sport. Ich zähle zum Beispiel. 11 zähle ich ja. Du machst Schlafsport, ja. 9, 10, 11. Wie mal. Ja, zum Boxen gehe ich auch ab Ja, und zu hin. sogar regelmäßiger als ich. Ja, ich habe da ein bisschen mehr Spaß dran als du. Na, das Problem ist auch das Boxen. Was spiele ich jetzt? Du spielst Skandi mit dritten Springer F6. Das Problem ist auch das Boxen Nicht immer so. schlagen. Nee, zweiten Springer F6. Entschuldigung. Was? Ach so. Das Boxen, ja, drittens nach Springer C3, dann die Dame mit Springer F6 decken oder was. Das Boxen immer so abends ist und ich ja eher so der Morgenmensch bin und dann bin ich abends immer schon so K.O. Wie macht man es jetzt mit dem Oh, Springer? nimm mal trotzdem mit der Dame. Ha, dann Was? haben wir den Wunsch erfüllt und sind im normalen Skandi Nein, fast drin. so bin ich nicht. Oh. Das war bestimmt nicht die Intention. Haben wir unsere Wohnung eigentlich im Schachstil eingerichtet? Oh ja, wirklich. Ein Zum Teil, bisschen. ja. Zum Beispiel hier das Studio. Hier hängen so Schall. Wie heißt das? Schall. Das können wir jetzt irgendwie schlecht zeigen, Ja, ne? aber erklären. Ja. Was sind denn das Schall? Das Ich sind wollte gerade Schallabsorber. Schallplatten sagen. Nee, das sind Schallabsorber, weil unser Studio ist jetzt relativ groß. Und wer am Anfang dabei war, als wir hier frisch eingezogen sind, der wird es noch wissen. Es hat hier ziemlich gehallt. Wie in so einer Empfangshalle, Ja. in so einem Und Schlösschen. da haben wir so schwarz-weiße Schallabsorber an die Wände geklatscht. Und ansonsten Ja, haben wir einen unser, wir haben ein Schachtisch. Schachzimmer, also mit Ja. Schachtisch So ein und. halbes Zimmer ist dem Schachtraining gewidmet oder Blitzpartien oder so, aber das dann eher mit Gästen untereinander. Melanie will immer nicht spielen mit Ja, mir. verständlich. Ja, und Spiel lieber mit genau. euch. Genau, so ist das. Also hat auch sein Niederschlag hier gefunden, aber kariert ist ansonsten wenig bei uns. Naja, wir haben bei uns im Schachzimmer ja schon so schwarze Möbel auch erstmal mit weißen Applikationen. Tommy 8 oder nicht Tommy 8? Was will ich mit Tommy 8? Läufer H6 mit. Oder du machst direkt Springer E4. Das sieht noch besser Ja, das war eigentlich auch meine Idee. Ursprünglich mal. Wo gibt es denn sowas? Schallabsauger, Absorber. Die gibt es überall. Im Wir haben Internet sie einfach. genau Genau. online bestellt. Also die Idee ist ja eigentlich nur, dass es. Es gibt die in allen Formen und Farben. Ihr kennt das meistens bestimmt so in Form von Pyramiden. So diese Pyramidenform, Aber einfach aus flach, ne? Schaumstoff. Ja. Und die Idee ist halt einfach, dass der Schall, nicht von allen Wänden dann wieder zurückkommt und sowas. Aber es gibt das auch im, ja, sozusagen wie ein Bild. Da ist dann einfach sowas wie Leinen drüber gezogen mit der Idee, dass das halt auch den Schall aufnimmt. Ja. Ansonsten in meinem Studium geht voran. Ich habe jetzt am Mittwoch nochmal eine Präsentation und danach, wenn dann alles gut läuft, habe ich in wenigen Monaten dann mein Diplom. Ja, na in zwei. Monaten bis Jahren. Ja, genau, also danke der Nachfrage, läuft ganz gut. So, und wie läuft es bei dir? Was treibst Läuft. Ich weiß noch du? nicht, Läuft. was meine nächsten Züge sind. Aber das muss ich auch zum Glück erst wissen, wenn ich dran bin. Ja, du musst ja eh reagieren. Oh, G4, das ist natürlich. Nee, nee, mach das mal nicht. Also vielleicht musst du schon Springer F6 spielen, weil auf Läufer F5 kommt G4. Was mache ich denn auf F3? Ja, dann gehst du zurück und kannst bis nach D7 zurück droppen. Korrekt. Ja. Die Musik von Nachbarn wird dadurch übrigens nicht gedämmt, auch nicht die eigene Musik nach außen hin. Es ist halt wirklich nur, damit der Schall im Raum nicht auf die Wände und wieder zurücktrifft. Das war am Anfang ganz schlimm, weil wir ein kahles Zimmer hatten. Danach mache ich Erstmal ein Referendariat, ne? Referendariat. Genau. Wenn alles klappt, dann hier in Braunschweig. Fange ich dann im Dezember an, ja, beim Amtsgericht. Erstmal so ein bisschen. Ja, die Praxis kennenlernen, da freue ich mich schon drauf. So, jetzt, wenn er nichts macht, kann ich H6 spielen vielleicht. Und dann muss er da so. Obwohl, eigentlich steht da hier eigentlich am ungünstigsten. Wollte gerade sagen, statt nach D7 kannst du natürlich auch nach C8.
Aber das weißt du natürlich, wem erzähle ich dann da was? Und wie immer, seit neuestem, macht Melanie auf der Uhr Druck. Das ist so deine Spezialität gerade, ne? Das machst du. Du meinst jetzt, wo ich nicht mehr gut spiele, spiele ich wenigstens schnell oder was? Spielst sehr schnell. Aber ich glaube, das liegt daran, Springer E, dass du nicht mehr versuchst, mir zu helfen, weil das behindert mich. Muss ich mal leider so sagen. Aber nee, das stimmt natürlich nicht komplett, sonst war ich auch immer langsam. Ein sehr guter Hinweis von CS01. Vielleicht sollte ich das Studium doch noch ein bisschen länger betreiben. Danach wird man nämlich zur Arbeit gezwungen. Ja. Aber es gibt auch Arbeit, die Spaß macht. Ich gehe gern zur Arbeit. Ja, Dr. Paradoxon, der weiß bestimmt auch um den Fehler von CS01 und hat eine Promotion rangehängt. Also, ja. Um dem das Arbeitsmarkt noch ein bisschen fern zu bleiben. Aber ich glaube, so entspannt ist Promotion auch nicht. So, wie geht's denn jetzt hier mal weiter? Oha. Habe ich was eingestellt? Nicht so ganz, aber... So halt. Also wenn den abtauscht, dann hätte ich irgendwie gedacht, du machst mit Springer E8, Springer G7 und dann Springer E6. Na, aber nein. Ja, aber stimmt, ich stehe ja ganz schön hinten drin. Oder Turm A5. Ich dachte, das wäre dein tiefgründiger War's Plan. War es auch mal, aber dann wusste ich nicht, wo ich da langfristig mit hin soll. Ja, machst du doch trotzdem. Turm Einfach A5, nicht. H5. Und dann reißt du ihm den Königsflügel auf. Ja, irgendwas muss ich mit meinem Läufer hier auch veranstalten. Oder ich gewinne auf Zeit. Ich glaube, das ist jetzt gerade mein primärer Plan. Der E7 hängt. Was? Der E7 hängt. Ja, verstehe. Vielen Dank für den Hinweis. Bitte. Gibt es Gäste oder Bekannte, gegen die wir komplett unterlegen sind im Schach? Gäste? Ja. Also was denn mit Gästen gemeint? Ja, wenn wir mal Gäste da haben. Nicht, wenn Niklas mal da ist oder so. Ach so, ja, kommt drauf an, wen wir einladen. Ne? Ja, ja. Na, wir haben ja schon auch Schachfreunde. Mhm. Nee, aber bisher ist es mir noch nicht vorgekommen, dass ich so... Also gut, ich habe jetzt gegen so Weltklasse-Spieler auch noch kein Blitzmatch gehabt. Aber nee, gegen Niklas im Blitzen ist eigentlich recht ausgeglichener Kampf immer gewesen. Gegen Matthias habe ich mal eine längere Blitz-Session gehabt. Mal hier. Also Matthias Blühbaum, gegen den sah es auch ganz gut aus. Mit Konstantin damals in Griechenland. Also so komplett unterlegen bisher noch nicht im Blitzen. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich mal gegen Magnus oder so blitzen. Lad den doch mal ein. Ja, ich lade den einfach mal ein zu einer privaten Blitz-Session und dann werden wir sehen. Ja, die Endstellung war natürlich mit B4, das ging nach hinten los, klar. Und am Ende auch nochmal schön, wenn jetzt Läufer schlägt B3 kommt, dann kannst du den wahrscheinlich auch einfach schlagen und Läufer schlägt C4 mit Qualitätsgewinn und danach solltest du auf Gewinn stehen mit, was, 2 mehr Bauern, ne? Ja, das sieht gut aus. Gegen Jan hatte ich noch keine Blitz-Session. Ich habe aber tatsächlich mal eher zufällig gegen ihn eine Bullet-Partie gespielt. Auf Chess 24. Ja. Habe ich gewonnen. Ha! Ja. Ja, gut, die Partie, du hast natürlich gewartet, bis er Fehler macht. Hast du sehr gutes Abwarteschach gespielt. Oder? Das also gibt es auch noch mehr zu sagen. Ja. Gedrückt. Naja, das hat einfach gewartet, bis der Gegner Fehler macht. Das ist eine gute Strategie. Denn irgendwann kommen sie, gerade wenn du auf der Uhr so einen Druck ausübst, wie du es gerade machst. Das ist natürlich eine sehr gute Strategie, würde ich schon fast sagen. So, die 10. Die nächste Challenge ist die 10 von unten. 3, 6, 9, 10. Stammpferd hier. Okay. Haben wir gerade, ach ja, wir haben was abgehakt. Du hast tatsächlich Skandi sogar abgehakt. Du den Skandinavier, ist das zu fassen? Und ich versuche jetzt mal den Neidorf abzuhaken. Ja, das war wohl nix. Ja, du hast da nicht so Glück, ne? Nee, aber was soll ich denn machen? Hm.
So. Was gibt's hier zu vermelden? Also ich glaube, das Beste nach Springer F6 ist es eigentlich, Läufer B5 zu spielen oder C4, irgendwie eins von den beiden. Ich glaube, Läufer B5 war's. Springer F6 ist gar nicht mal so gut. Hat er schon was gemacht? Oh ja, C4. Jetzt E6. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich nehmen. Oder Springer C6. Dann kommt Dame E3 und wir können nicht mehr nehmen. Aber dann können wir Springer B4 spielen, Springer A3. Nee, ich glaube, wir müssen schlagen. Aber es steht uns natürlich frei, ob wir gleich nochmal nehmen oder nicht. Oder ob wir, weiß nicht, irgendwie Druck machen. Aber ich hätte gedacht, wir müssen mal hier. Also ist jetzt nicht. Sieht ja spannend aus. Ich konnte euch jetzt hier keinen Kracher präsentieren, aber man muss immerhin beachten. Ja, mit Schwarz gleich Ausgleich ist. Sofort ja ausgeglichen mit Schwarz. Eher sogar einen Ticken besser, aktiverer Springer. Ja, du hast ja quasi Entwicklungsvorsprung. Ja. Das ist doch schon mal was. Ja, ja, ja. Also vielleicht wäre Springer C6 statt Dame D5 auch interessant gewesen. Dann auf Dame E3 Springer C nach E7 und gleich wieder nehmen. Aber man kommt schwer raus da mit den Figuren. Das ist etwas lästig. Okay, A3 ist natürlich gewieft. Verhindert Springer B4, ne? Willst du das jetzt nachmachen? Ja, fand ich gut eigentlich. Aber wieso? Er droht doch gar nichts. Ja, aber ich möchte nicht noch mehr Figuren abtauschen. Okay. Ja. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist das gerade nicht die größte Spannung, nicht die spannendste Stellung? Naja, aber solche, das finde ich auch interessant, wie man da Fortschritte machen kann. Also zum Beispiel beim Kandidatenturnier habe ich mich auch teilweise gefreut, als so Stellungen kamen, wo ich selber jetzt erstmal gedacht hätte, wie mache ich denn jetzt hier Fortschritte, und habe mir das dann zeigen lassen von denen. Mhm. Läufer G4 wäre natürlich ein Fehler gewesen. Läufer schlägt F7, gefolgt von Springer E5. Mittelgambit ist wahrscheinlich E4, E5, D4 oder so. Ich glaube schon. Vielleicht ist es aber auch mit Springer F3, Springer C6 eingeschoben. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Da werden wir bestimmt gleich aufgeklärt. Ja. Ja, aber so minimal bessere Aktivität schon mal vorhanden, oder? Na, obwohl, nachdem. Ich nehme es zurück. War gerade vorhanden, ja. Kann ich da taktisch jetzt irgendwelche Tricks auspacken? Was denkst du, Läufer 3 oder was? Ja. Springer schlägt C5. Naja, aber das funktioniert alles nicht, ne? Da trickst du dich eher selber aus, habe ich das Gefühl. Ich kann ja aber auch nicht zurückgehen, also ich bitte dich. Wieso jetzt nochmal? Weil das irgendwie doof ist. Na, man muss manchmal auch einsehen, wenn man Fehler gemacht hat oder nicht optimal spielte. Mhm. Jetzt drohst du doch Läufer F3. Immerhin. Immerhin. Du hast mit deinem Zug quasi eine Drohung aufgestellt. Auch wenn die jetzt nicht so beeindruckend und brachial ist. Aber immerhin. Der B6 hängt. Ja, ich weiß. Und wenn ich den angreife, nimmt er hier, ne? Du kannst aber nach D7 gehen und dann. Ja. Wir müssen ja, wenn dann, schon mal einen kleinen positionellen Vorteil in Form des Doppelbaus. Ja, oder zumindest ein kassieren. Ungleichgewicht. Genau, damit irgendwie ein bisschen was drin ist. Gib der Stellung Würze. Ja. Ja, aber ansonsten. Sonst ist nicht so gut gewürzt, meinst du? Ja, geht. Ein bisschen Pfeffer. Ah, dann kommt in Zukunft immer mal Läufer B6 vielleicht. Dein Zeitvorsprung schrumpft ein bisschen. Hatte ich mal einen? Oh, schön. Ja, fast eine Minute. Okay. Dann will ich den wieder ausbauen. Erstmal H6. Man muss viel mit billigen Tricks arbeiten. Das ist nur hier schwierig in der Stellung. Weil das ganz gut ist, wenn man als Weißer einfach ganz normale Züge macht. Ne?
Ja. Ja, das Läuferpaar, die Bauernstruktur ist jetzt leider auch nicht so schwach, wie ich mir das so gewünscht hätte. Jetzt erzwingt er da auch noch den Abtausch. Und so richtig weiter komme ich noch nicht. Er droht hier gleich einzusteigen, das gefällt mir auch nicht. Unternehmen, oh Gott, dann ist das völlig nach hinten losgegangen, mein Plan. Aber ich muss das verhindern, ne? Hast du eine gute Idee, wie ich das machen kann? Gute Idee ist schnell spielen. Ja, ist nicht so. Was mit Läufer? F6? Was? Das ist alles gar nicht gut gerade. Nee. Naja, immerhin hängt der B2. Ein schwacher Trost. Aber ja, muss ja gleich mal irgendwie versuchen, sein Eindringen zu verhindern. Können wir probieren, ob wir da den Abtausch erzwingen können. Also erzwingen können wir es natürlich nicht, aber gucken, Ob ob er er. mitmacht, meinst du? Springer H5, ja, das wäre vielleicht ganz nett gewesen, ne? Springer H5 Wann? nach F4 gehen. Ach so, ist schon ein bisschen länger her, habe ich das Gefühl. Haben wir unseren Sommerurlaub schon geplant? Naja, wir planen Isle of Man mitzuspielen. Ist zwar nicht mehr. Doch, ist noch Sommer, oder? Obwohl, nee, Ende Ende Oktober ist kein Oktober, Sommer mehr. ja, es geht. Naja. Ja. Ja, ansonsten schauen wir mal. Hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich nominiert werde für die Olympiade. Je nachdem, habe ich noch entsprechend viele Urlaubstage oder eben nicht. Achso, ich muss ja auch noch Fortschritte machen. Aber ich mache Fortschritte auf der Uhr. Das ist schon mal ein Ja. Anfang. Jetzt möchte er hier den Abtausch erzwingen. Das gefällt mir natürlich nicht. Gut. Naja, aber dafür kriege ich dann ja auch eine Ach schlechte so. Bauernstruktur. Auf keinen Fall Springer gegen Läufer tauschen. Nein, das wird nicht gemacht. Nein, 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 nein. Oh, der ist Jetzt natürlich kannst du gut. es Ups, dann. und zurück. Also heute überzeugst du noch nicht so ganz mit deiner Planfindung. Das ist Karl Sinesk. Ich warte auf Fehler. So hast du es auch gemacht. Ich habe dabei aber selber nicht so viele gemacht. So, und dann machen wir mal weiter. Mit dem. Ja, erstmal andeuten. Ja. Eigentlich War sollten das wir die nicht Tür das, mal. was du die ganze Zeit verhindern wolltest? Du kannst jetzt aber auch mal Türme tauschen und auf Zeit spielen. Mal Tipp vom Profi. Zeit spielen? Nee, sowas mache ich nicht. Auf Stellung kannst du hier aber nicht spielen. Das wirst Ach ja, du mit schon noch Turm sehen. A8. Natürlich. Das wird sich noch zeigen, ob ich hier auf Stellung spielen kann. Na gut, jetzt schon. Ach, jetzt schon? Ja, da konnte ja keiner ahnen, dass die letzten zwei weißen Züge kommen. Ach so. Das muss doch gewonnen sein, das Bauern-Endspiel. Rechnen ist überbewertet. Kein Pre-Move, wenn er E6 macht, habe ich ein Problem. Ja, du hast, glaube ich, nicht richtig gezählt, ne? Nein. Aber das war ein Trick, der nicht aufgegangen Aber einfach mal so ein mieses Endspiel abwickeln, obwohl du total auf Gewinn stehst. Warte, 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 warte. Was habe ich denn hier falsch gemacht, sag mal? Ja, du bist ins Bauernendspiel gegangen und der D5 ist schon so weit vorne. Der hätte doch gewonnen. Also die Zeit, So, den so, abzuholen, hätte er so, nicht gehabt. Und so, das wäre doch jetzt. so. Na? Aber gerade so vielleicht, warte. Wegen Dame H5 aber auch nur Glück gehabt, aber sonst. Glück! Na, können war das nicht in der Partie. Doch, doch, also. Aber
gut gegengehalten. Also, ich glaube, du standst sogar besser. Also, jetzt direkt an meinen Gegner gerichtet. Hättest mehr rausholen können. Dann hat die Zeit am Ende gefehlt. Mhm. Okay, weiter geht das. Und. So. Ah, sind wir schon da. 13. Wieso zähle ich eigentlich immer? weil das deine Kompetenz ist. Ich spiele dafür dann Schach. Nochmal der Graf. Tja, bei uns entscheidet immer der Zufall, ihr wisst das. Und du darfst Läuferspiel Spanisch geschlossen, Sizi oder Mittelgambit spielen. Spanisch habe ich doch vorhin schon gespielt, das kannst du abhaken schon. Du hast Spanisch gespielt? Ja, ganz am Anfang, wo alle noch gedacht haben, ich kann keine Theorie. Was und was spiele ich gegen Sizi? Das war doch aber Schottisch und kein Spanisch. Ach, Entschuldigung, ja. Ich habe geschlossenen Sizi. Geschlossenen Sizi. Tatsächlich zähle ich viel. Das mache ich beim Sport auch immer. Wenn ich kennt ihr das? Bitte einmal das Feedback, dass es auch irgendjemand macht. Wenn ich zum Beispiel auf dem Rudergerät sitze und sage, okay, ich mache jetzt 10 Minuten jetzt einfach mal, ja, dann zähle ich die ganze Zeit. Dann bin ich bei 30 Sekunden, dann sage ich, oh, 30 Sekunden von 10, das sind 1/20. Ich rechne immer alles in ganze Brüche um, während ich auf dem Rudergerät sitze. Kennst du das nicht? In ganze Brüche. Ja, bei einer Minute hätte ich 1/10. Hätte ich 1/10 meines Pensums schon geschafft. Ach, bei 30 Sekunden, 1/20. Aber ich mache das eher bei Kilometern. Also wenn ich jetzt 2/15 Kilometer laufen möchte und dann schon, weiß ich nicht, wie viele gelaufen bin, dann überlege ich mir auch immer, wie viel ich schon geschafft habe. Quasi. Ja, genau. Damit bringe ich die Zeit irgendwie immer ganz schnell rum, indem ich nur alles in... Aber manchmal, am Anfang finde ich, ist das noch ein bisschen demotivierend, wenn man dann denkt, wenn man schon ein bisschen K.O. ist und dann denkt, oh nee, ich habe erst 1/10 geschafft. Ich finde, das macht eher Spaß, wenn man dann schon weiter ist. Ne? Ja, aber das geht dann halt immer schneller, weil dann hast du 2/10, dann sagst du 2/10, das ist schon 1/5. Boom. Und dann kommt der Schritt. Machst du das in der Partie auch immer? 2 Minuten 30, Juhu, ein Viertel. Ich habe schon 10 Züge geschafft. Nein, selten. Ja, doch, das mache ich auch. So, das schreit doch hier mal nach F5. Okay, andere singen in Gedanken vor sich hin. Ist auch schön. Ich nicht nur in Gedanken. Ja. Alle gucken immer im Fitnessstudio. Ich habe jetzt vom Laufen geredet. Auf dem Laufband. Ja, unser Laufband im Fitnessstudio macht schon selber so laute Geräusche. Hast du das mal mitbekommen? Das quietscht immer so. Nee, ich bin da ja nicht so... nicht so engagiert, was Laufsport angeht. Beim Halbmarathon warst du aber trotzdem immer an der Seite. Natürlich. Du hast aber mal eine Abkürzung genommen. Natürlich. Optimiert. Dame F2. F2 droht auch D4. Wenn dich das überzeugen vermag. Zufall zu überzeugen. Wie auch immer. Kannst du was vorsingen? Das ist der Wunsch. Nein. Dr. Paradoxon. Melanie, singt was vor. Nein, nein, nein. Zwischen gerne und gut singen liegen no, bei mir no, Welten. No. Aber wahrscheinlich hat der ein oder andere das schon mal erlebt, weil manchmal... überkommt es mich und dann trelle ich so ein bisschen vor mich hin. Hier auch. Hm. Aber. So, und wer ist der Meister der billigen Tricks? Kannst du das noch einmal bitte betonen? Ich? Nein. Ich. So. Dame F2, was für ein genialer Trick. Aber ich habe hier mit F5. Aber ein F. Warte. Ja. Ich kann ja auch einfach mit der Dame schauen. Ja. Kannst du denn jetzt auch auf G6? Das sieht doch nach einem Kracher aus. Alles gut? Ja, wieso? Melanie hat mir gerade so leicht in die Schulter so wie festgehalten. Was erzählst du denn hier? Mhm. Das ist jetzt so gerade Panik. Oh, jetzt wird's spannend. Leicht sie in die Schulter. So, wie machen wir das jetzt am schnellsten hier? Gibt es denn hier unten Matz schnell?
Du schlägst raus und spielst Turm BE1. Was ein Trick? Turm G8. Ach, kann ich schlagen einfach. Kann ich wirklich, ne? Und dann Turm F8 oder Turm E8? Turm F8 wäre schematischer. Nein. Nein, wäre er nicht. Okay, furioser Angriff. Und hast du auf der Uhr auch wieder Druck gemacht? Ich prüfe das eben. Nein, hast du nicht. Wenn die Stellung das ja gibt, dann brauchst du das auch nicht. Okay, verstehe. Weiter geht's. Oh, schon wieder eine 12 abzählen. Hast du eine falsche Ansicht? Nee, richtige Ansicht. Alles passt. 6, 9. Ja, eigentlich lieber draußen Sport, gerade wenn jetzt das Wetter auch wieder schön wird. Aber und der nächste Premium. Die wissen, ja, einmal der Hinweis, ihr müsst Premium sein, ja, damit ihr spielen könnt. Geht das nicht. Aber da ich meistens morgens vor der Arbeit Sport mache und im Winter es da noch dunkel ist, Läufer dann teilweise spielen. Doch im Studio. Möchtest du geschlossenen Sitzi abhaken? Ja, du darfst, das bitte. Ja. Schreib in Klammern von Melanie erledigt. So, habe ich irgendeine Trickser-Variante dagegen noch auf Lager? Nein, habe ich nicht. Wir haben gerade gar nicht die Partie analysiert. Die war gut. Warte mal. War das die Fantasy-Variante? Nein, erst Springer C. Nein. Ich weiß gar nicht, was. Oder war es gerade ein völlig falscher Gedanke? Warte mal. Ich wollte die Fantasy-Variante spielen. Steht die hier auf deinem Zettel? Nein, steht sie nicht. Nee. Aber ist halt auch kein Wunsch. Also hat sich halt keiner gewünscht. Sieht irgendwie interessant aus, was da passiert. Mhm. Ich zähle mal kurz, du hast einen Bauern weniger. In der Tat habe ich das. Aber dafür die F-Linie. Ja. Also ich könnte jetzt rochieren und sagen, ich mache Druck, oder ich könnte den Bauern mitnehmen. Nein, rochier bitte. Okay. Dein Wunsch ist mir Befehl. Zumindest manchmal. Dann, wenn du es auch so siehst. Ja. Nee, wir haben eine Wohnung. Eine ganz schöne Altbauwohnung. Ich mach Druck. Mache ich Druck? Ja, schon. Wo zieht er denn gleich zurück, wenn ich den angreife? Nach C5. Oder macht da mit D5, aber das ist... Ja, soll er mal nach C5 zurückziehen? Das ist okay. Guck mal, jetzt kannst du sogar einen Wunsch-Fantasy-Variante abhaken. Ja! Das ist immer das Beste, wenn man auf eine To-Do-Liste erst dann was schreibt, wenn man das schon erledigt hat, nur damit man es gleich abhaken kann. Also so vom Gefühl her müsste hier irgendwas funktionieren, aber ich sehe es gerade nicht. Irgendein lästiger Angriff auf die Dame oder so. Aber guck mal, das sieht doch eigentlich schon ganz okay aus. Aber ich verstehe es nicht so richtig. D4 ist eine Schwäche für ihn und der Springer ist auch eine Schwäche für ihn. Wieso? Ja, ich möchte alles abtauschen, weil das ist zwar eine Schwäche, aber auch gleichzeitig seine aktivste Figur. Ich habe mir erhofft, dass ich jetzt zum Beispiel nach Läufer E3... Was mit Dame E4? Ja, wäre möglich gewesen. Wäre total blöd für dich gewesen, dann hättest du abtauschen müssen alles. Was ich jetzt auch so Druck bekomme. Ich verstehe das nicht, was du hier fabrizierst. Ich auch nicht immer, aber das ist halt so. Wenn ich jetzt auch noch mehr abtausche, aber dafür komme ich rein oder ich mache direkt sowas. Ah, naja, war alles jetzt nicht so. Aber, Mensch. Och nee, wir wollen gar kein Haus haben, ne? Also zumindest haben wir uns bewusst erstmal für eine Wohnung entschieden, weil die auch schön in Stadtnähe ist. Ich brauche nur ein paar Minuten zur Arbeit. Und
Wir sind so viel unterwegs, da wollen wir uns auch nicht immer um alles kümmern müssen. Genau, außerdem, wenn wir einen Garten hätten, dann würde Nico wahrscheinlich den als erstes mal betonieren, damit er ihn nicht pflegen muss. Ja. Das ist so. Ja. Wir haben zwei Bauern weniger, aber ich bin vollends zufrieden, muss ich sagen. Wir haben zwei Bauern weniger. Ja, jetzt muss ich nur aufpassen, er will die Damen tauschen. Das darf ich nicht zulassen. Du kannst ja dann einen Turm dazwischen ziehen. Genau. Und auch ansonsten wird hier nichts übereilt. Also mir gefällt meine Stellung. Unsere Stellung. Unsere Stellung. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Sehr aktiv. Und so. Da hat uns jemand in Karlsruhe erlebt. Ah, ja. In Action. So, jetzt suche ich aber hier auch nochmal die Action. Tom D7 vielleicht. Ja, der sieht actionreich genug aus, ne? Na gut, Springer D5, Dame G5, Turm F7. Nein. Nee? Mm-mm. Was spielst du stattdessen? Dum 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 dum. Achtung. Aha. Nee, funktioniert. Ach so, doch, funktioniert. Schlagzüge immer zuerst berechnen. Ja. Schlagzüge und Schachgeburte immer zuerst berechnen. So, und jetzt sagt mir mein Gefühl, dass der Punkt H7 nur sehr schwer zu überdecken ist. Tja, da kann er nichts machen. Das war ein Wortspiel, weil er so heißt. Nicht? Doch. Doch schon. Du bist heute wieder außerordentlich eloquent unterwegs, mein Schatz. Bedankt. Ja, Springer H4 sieht auch nett aus, aber brauchen wir gar nicht mehr. Nee, den brauchen wir nicht mehr. Oh, das erste Mal. Also, die Stellung hier hat mir schon außerordentlich gut gefallen. Hier hat das alles am Rand, wie es da so steht, den E6. Aber schau dir mal bitte Dame E4 an. Ich glaube, danach hättest du aber ein Problem gehabt. Jetzt mach doch nicht hier auf meine Fehler aufmerksam. Ja. Ich hätte immer noch... Hätte ich Turm E1. Ja, und dann Dammtausch oder was? Ja, leider. Aber dann immer auch... Ja, dann stehst du aber oder schlecht. Oder, halt dich fest, Springer D4. Der ist die Granate. Dame schlägt E5. Ja, das soll er gerne auch noch nehmen, wenn er so mutig ist. Ja, dann Springer D7 lange hochraten. Achso, dann kommt er. So. Und gleich Dame G4. Na gut, hier hast du auch Gegenspiel. Ja, ja. Ich sehe es ein. Okay, danke. Ja, aber so spielt man das eigentlich. Also ich hätte wahrscheinlich den Bauern frühzeitig zurücknehmen sollen, dann wäre schon alles super gewesen. Aber na gut, nein. Aber das habe ich mir ja gewünscht, dass du das nicht tust. Ja genau, deswegen. Ich bin der Wunscherfüller heute. Fantasy-Variante habe ich auch direkt erfüllt, schon bevor der Wunsch da war. Mhm. So, ich zähle dir einmal die 6er ab. Und das ist Kapivarov. Übergebe an dich und sage, Läuferspiel ist der aktuellste Wunsch. Also versuch mal, Läuferspiel. Versuch mal, E5 zu provozieren. Aber nicht der aktuellste, sondern der älteste von also, denen. Ja, genau. Der zuerst genannt wurde. Tja. Das ja. War nix. Ja, nochmal danke an Kann er nichts machen. Und ja, ich muss mir die Fantasy-Variante auch nochmal angucken. Zumindest bevor ich sie das nächste Mal in einer seriösen Partie spiele. Hier gibt es jetzt so mit Springer G5. Ne? Das mag ich nicht. Springer G5. Da gab es doch... War das nicht Kasparov Deep Blue, wo er dachte, der Computer würde niemals auf F7 schlagen und damit hat er eine grandiose Partie verloren? Ich meine, das war im Karo Kann. Mhm. Da staunst du, was? Ja.
So ganz sicher weiß ich jetzt nicht. H3? Man weiß nicht. Dame B3, wie wäre es damit? Einfach mal aggressiv spielen. Und was bringt es mir? Dann wird er gedeckt. Und dann? Kannst du Springer E5 hinterher spielen. Ah ja, okay, das kann ich ja. Ach nee, jetzt gleich bringt es nicht mehr so viel, aber. Mhm. Na, bitte benehmt euch im Chat und schreibt nicht immer irgendeinen Unfug. Ich will ja auch nicht hier die ganze Zeit den Boomer spielen und dann die Leute blocken. Aber mache ich natürlich trotzdem. Doch, gibst du ein, ich will ich das auch. Ach so. Guck mal, wir haben schon Verwirrung gestiftet mit H3. Du! Das war aber mal dein Idee. Oha! Oha! Und er hat ihn direkt genommen. Ich will aber nicht da umtauschen. Ist gut im Endspiel. Naja. Na gut, komm, dann zeigen wir mal Endspielkünste. Na, verzieh bitte nicht so das Gesicht. Ich sehe das auch von der Seite. Ja, ja. Ich habe Pläne. Okay, okay, okay. So, wie machen wir es denn jetzt? Du machst das schon. Na ja, leicht. Turm C8. Aha, da musst du hier mal aufschreien. Ich glaube, der will B5 spielen. Ah, oder Läufer F6, E5. Ja, aber auf Läufer F6 manchmal Läufer C3. Dann C5. Ah, aber dann kann man auf B7 knüppeln. Oh, und er deckt das gleich ab. König B1 gefällt mir. Wieso das denn? Ja. Bisher war es immer so, dann hast du mir irgendwas. Ah, okay, jetzt verstehe ich den auch. Tut mir leid. Was wäre jetzt auf König B1 anders gewesen? Die Idee hinter König B1 wäre, dass du dann da schneller mal was öffnen kannst und vor allem auch immer die Möglichkeit bekommst, D5 zu spielen. Auf Vorstoß, aber ist okay. Ich dachte irgendwie, die Idee von Turm B8 war Läufer F6, aber ja, ist ja Quatsch. Was machst du denn jetzt auf Springer schlägt B5? Läufer wegziehen vielleicht. Wohin? Obwohl, dann kommt Läufer F6, ne? Also wahrscheinlich müsstest du König C2 spielen mit dem König wieder nehmen auf C3. Und okay, sagen, Mama, das nee, dann stehst du total schlecht. Mist. Ah. Ich stehe jetzt schon nicht so super, ne? Was mit Turm D3 oder so? Das sieht auch alles so gekünstelt aus. Eieieiei. Da wäre Turm D3 wirklich noch so das. Ich muss wieder meinen Plan verfolgen, auf Zeit zu spielen. Ja. C5 zum Beispiel, okay, dann habe ich immer D5, ne? Ja. Obwohl auch das nehmen und dann Läufer F6 auch noch nehmen, aber es geht noch. Ja. Und dann habe ich ungleichfarbige Läufer, das mag ich immer sehr, sehr gerne. Mit dem Bauern nehmen wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht. Gefällt mir aber nicht so mit dem offenen hier. Oh, okay. Okay. Ach ja. Ja, das ist nicht so optimal gelaufen, aber immerhin habe ich in meinen letzten schlechten Zügen einen Zeitvorsprung herausgearbeitet. Man muss ja auch die wenigen positiven Dinge. Einen enormen Zeitvorsprung sogar. Und jetzt geht es los mit dem Angriff. Ja, Turm D1. C3, B3. Ja, und jetzt habe ich hier wieder freie Hand mit meinem Turm.
Irgendwie sieht es nur, weiß nicht. Ja, wieso? Dann stelle ich mein König hier hin. Was gibt es da zu meckern? Gefährlich aus. Für wen? Läufer C4? Ach nee, da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht. Aber geht ja. Oder doch, geht. Geht, nee, geht nicht. F4 erstmal sonst, F4 gehen. Ja, vielleicht hast du recht. Das ist nicht. Naja, aber Melanie spielt sowieso auf Zeit und da kann ihr niemand was vormachen. Naja, ich finde, so schlecht stehe ich auch nicht. Also es ist trotzdem nicht so gut gelaufen, das sehe ich ja ein, aber es ist ja jetzt auch noch kein Drama, da hätte ich schon viel Schlimmeres. Ja, na, der C4 hing nicht wirklich. Nee, weil der B2 dann auch hing quasi. Mit Haaren im Auge. Ist das von dir? Ach, jetzt, hä? Zweifel, dass das immer von dir. Ich habe evaluiert, dass das nicht funktioniert. Ja, hast du richtig gemacht. Sieht gut aus. Oh ne, brauche ich gar nicht. Er kann den ja eh nicht vernünftig decken. Wir haben gewonnen! Jo! Ganz, ganz souverän. Absolut souverän, ja. Partieanalyse? Irgendwo war ein Vorschlag. C4 wegen C4 Turm weg. Läufer schlägt A3. Und dann war noch Wahl, Burger, Pizza, Besteck, Wein, Cocktail. Ja. 22. Zug analysieren. Ach, hier war doch schon zu spät. Hier war doch schon alles für aber die Katz. Wir können auch da schauen. Ach, C4, Turm weg und dann Läufer A3. Aber ich kann ja nach F3 gehen. Und dann geht's noch, ne? Ja gut, dann ist wieder wie Partie, oder? Ach so, obwohl man kommt dann direkt. Nee. Ja, hat sich jetzt nicht so viel getan. Ja, ist jetzt auch nicht so super, ne? Aber. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass man mit dem Turm ja nicht auf der D-Linie bleiben muss. Alles nicht so klar. Ja, dann kann ich vielleicht nach A2 flüchten. Tja, da war ich. Ja, also war auf jeden Fall spannend, aber ich hoffe zumindest, dass es nie richtig im Verlustbereich war. Also das hoffen wir doch alle. Alles ging. Aber es sah übel aus. Alt Benoni wird sich gewünscht. Oder Elefantengambit. 12, 13, Catwiesel. Auf geht's. Was hast du gerade da schon wieder gehabt? Wir versuchen seit 3 Runden das Läuferspiel. Ach ja, das ich Läufer hatte Karo Kann. Zu spielen, ja, dann nicht. Jetzt irgend so ein Oha. Na gut, was mache ich denn dagegen? Als ob du das noch nie gesehen hättest. Er ist einfach zu gut. Findest du das eigentlich unangenehm, gegen eigene Systeme zu spielen oder angenehm, weil du es kennst? Also man weiß ja dann immer, was so die Probleme sind und so. Gute Frage. Voice net. Die letzte Partie gegen Skandinavisch habe ich verloren. Ja, stimmt. Heute haben wir echt oft weiß, sonst haben wir mal schwarz gefühlt. Ja, ausschließlich. Attacke. Oh, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ja, aber es ist auch noch nicht vorbei, ne? Nee, das ist so ähnlich. Im Karo Kann gibt es auch so Stellungsbilder. Da steht man erstmal aktiv, aber... Nur das könnte ein Fehler gewesen sein. Weil du jetzt da durchbrechen kannst, beziehungsweise der Lauf auf G6 Schwachpunkt ist. Achso, aber oder Springer E5. Ja, wenn er da schlagen E5 muss, nimmt aber einfach. Hat man dann nicht was erreicht? Nee. Was denn?
Also, dann macht der Springer D5 und macht da wieder dicht. Also, wenn ich jetzt gleich danach F5 mal hinterher schieben kann, dann ja. Jetzt zum Beispiel, guck, das war so Ja, ganz, okay. ganz typisch. Jetzt kann ich da viel besser reinhüpfen. Das stimmt natürlich. Und jetzt genau ist das Problem, dass H6 steht, weil man jetzt auf Springer schlägt G6 immer mit dem F-Bauern schlagen muss und man kann den Läufer nicht ziehen, weil der F7 hängt. Und wenn man mit dem Läufer nimmt, ich denke, das war noch das Beste in der Stellung, ne? Aber trotzdem hast du jetzt Läuferpaar F5, kannst du wahrscheinlich Direkt hinterher direkt schieben, ne? hinterher und dann Sollte dann auch. sieht gut aus. Könnte einen Bauern gewinnen. Nee, könnte nicht. Quatsch. F5? Läufer Hm. weg. Oder wolltest du jetzt gleich direkt. Ach nee, wir können ja einfach dann auf D5 nochmal. Ach, wir können nicht auf D5 Ich kann dir Doch, wir können gerade auf so D5 gar nehmen. nicht folgen. Ah, ich bin verwirrt. So. Jetzt hängt der E5 immer. Was für eine Schande. Machen wir da? Zweifel decken wir den einfach, ne? Was machst du auf Turm E8? Nicht. Genau. Abwarten. Weiter meinen grünen Tee trinken. Jetzt ziehe ich zurück. Irgendwie, es fühlt sich an, als hätten wir Fortschritte gemacht, aber so richtig, Ja, ich der hätte auch Kracher gedacht, war es das auch noch würde nicht. jetzt viel schneller hier alles auseinanderfliegen. Ja, ist aber nicht so, ne? Geht Läufer D4. Provoziert ihn zumindest zu C5. Jetzt muss C5 natürlich auch noch schlecht sein, damit das eine gute Idee war, ihn dazu zu provozieren. Du gehst ja ran hier. Schach gesehen, Schach gegeben. Und zwar unverzüglich. Jetzt geht's direkt Oh ja, weiter. jetzt ist schön, weil man da unten einsteigen kann. Was sagst du zu den Superturnieren? Die habe ich ehrlich gesagt gerade noch gar nicht so verfolgt. Deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen. Hast du da die Partien dir angeschaut oder die Ergebnisse? Ich habe nur gesehen, Ich habe bei Schanke war Champion nur ist Remis die Remis. ersten drei Genau, das habe Runden. ich auch gesehen. Aber da habe ich dann einfach zurückgedacht ans Kandidatenturnier und habe mich gefreut, dass es da nicht so war, ne? Sondern so Ja, viele wobei ich jetzt verschiedene auch nicht die Partien. Partien gesehen habe und auch beim Kandidatenturnier gab es ja das ein oder andere Remis, was aber super spannend oder Ja. ausgekämpft war. Also nur das, was Remis ausgeht, heißt ja jetzt noch nichts. Ja, das mal gucken, ob gleich was weg ist. Also, ob du. Na, ich kann. Ja, so oder Tommy 7 geht ja auch, oder? Kein Grund, Ja, das auf Turm Läuferpaar E7 muss ich das aufzugeben. Läuferpaar nicht abgeben. Ja. Zack, zack. Oder lieber zack, zack. Ich würde zack, zack machen. Was ist denn zack, zack? Das? Das, ja. Ja, weil du jetzt hier die Bauern nach vorne bringen kannst, der G7 dann gleich noch hängt. Achso, gegen Springer D5 vorbereitet, ne? Und Läufer A2, auch wenn es jetzt noch nicht geht. Und den E5 halten wir jetzt einfach mal einen Moment und gucken, was er sich dagegen überlegt. Jetzt dachte ich, können wir sogar hier hingehen, um seine Bauern noch weiter zu paralysieren und Springer F4 zu verhindern. Und gleich gehen wir mal voran. Voran mit was? Behutsam mit irgendwas. Mehr Bauer und Läuferpaar im Endspiel. Wenn das nicht reicht, dann ist da was faul.
Ja, aber es wird auch nicht einfach, hier durchzubrechen, ne? Da bin ich fest von überzeugt. Ja, aber du kannst ja den König erstmal ranbringen. Schnell spielen musste. Ach so, ja. Ohne hektisch zu werden. No. Für ihn ist es ja schwieriger erstmal. Er darf sich ja nicht alles erlauben. Gut, du auch nicht, aber du hast ja noch Optionen mit Läufer D5 oder so. Das stimmt. Was? Nicht nach C3. Dann ist Läufer Ja, ja, weg. ja, ja, ja. Okay. So, ich wollte gerade fragen, wäre ich am Zug, was würde ich tun? Wen wolltest du das fragen? Mich Dich selbst? selber, ach so. Hm. Jetzt kommst du mal mit dem König ein Schrittchen weiter. Und dann kannst du irgendwann vielleicht mal den Springer da rausschmeißen mit Lauf F2 oder so. Ja. Hä? Noch nicht ganz verstanden, deine Mission. Ich auch nicht. Die Mission lautet Durchbruch. Aber da tue ich mich sehr schwer. Sehr schwer tue ich mich da. Upsala, der ist auch weg, ne? Also hier weitermachen. Läuferpaar auf beiden Flügeln spielen, Attacke. Erstmal E6, ne? Ja, das sieht doch jetzt schon fast nach Matt bzw. Läuferschach. Ist doch dann schon durch. Da haben wir gerade rechtzeitig die Macht des Läuferpaars aktiviert. Ja. Keinen Wurde Moment. man zu gezwungen, weil man Ja. plötzlich Bauern eingestellt hat, Ja, aber ja, ja, gedacht, ja, okay, ja, Mist, ja. so Rumgeschiebe geht jetzt nicht weiter, jetzt muss man aktiv werden. Ja. Okay. Ja, war ein ganz schön langer Kampf mit dem Meerborn. Aber das ist im Endspiel manchmal so. Ja, dann auf jeden Fall C verteidigt von Schwarz. Ja, aber letztendlich sind wir durchgebrochen. Weiter geht es. Ja, zwischendurch kamen die Bitten im Chat, dass wir doch bestimmte Leute dran Na, nehmen. na, na, Aber wir bleiben dem Zufallsgenerator treu. na. Ja, Ja. dann bleib ihm auch mal treu, Wir ne? sollen keine Auswahl neben ihm treffen. Und zwar die, na, jetzt muss es noch funktionieren, 4 für dich stets von oben. Zack, Ah, nein! Was? da Oh, ihr habt das gesehen. Ja, aber das war jetzt richtig, richtig cool. Okay, wir spielen gemeinsam, okay? Gegen 3-1 müssen wir Okay. unsere geballte Lupsche Wer ist er denn? spielen. Geh mal drauf aufs Wer Profil. ist das? José Carlos Ibarra Ah ja, Reyes. den kenne ich, glaube ich. Okay. Zumindest vom Namen her. Jetzt muss er nur noch spielen. Ja. Aber das war schon ein kleines Highlight gerade. Naja. Wie uns der Zufallsgenerator für unsere Treue belohnt hat. Aber Ja. hier, Singapur belohnt uns gerade nicht. Ja. Er will nicht. Verbindung unterbrochen. Gleich fahren wir unseren ersten kampflosen Sieg ein. Unseren Boom. ersten? Das war schon häufiger mal so, dass jemand gerade auf Toilette war oder sich das Ja, Netz aber er ist geholt jetzt hat. schnell offline gegangen. Ach so, hat er Angst, Ja, meinst du, ja, ja. ja? Ja. Gebannt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Da, schade, schade. Oh, Aber da ist da er ist wieder. es weg. Ja, viel länger warten wir jetzt aber auch nicht, weil stattdessen kommt dann noch ein anderer dran. Was erwarten wir nicht? Wir warten nicht viel länger. Ach so. Ja, weil, also, in der Zeit könnten wir ja jetzt noch gegen wen anders spielen.
Ja, und das werden wir auch tun. Ja, also er müsste bei sich, wenn er sich neu verbindet, ja immer wieder in die laufende Partie reingehen können. Also wir können ja die Challenge auch nicht nochmal annehmen. Also, tja. Schade, es wäre lustig gewesen, Ja, wahrscheinlich. nehmen wir die nächste vier. Wer wäre denn sonst die vier gewesen? Eins, zwei, drei, vier. Oh, auch gut. Hier, Discombobobababa. Ohne Wertung. Ja, kann man auch mal. So. So, ach, wir haben die Ansicht ja nie gewechselt. Ja. E4, was ist dein So. Wunsch? Neidorf können wir Neidorf. machen. Ja, dann machen wir. D6. Pre-Move. Sehr gut. Springer F6. Ja, ich musste gerade überlegen, wie es geht. Manchmal. H3, Uff. E5 im Zweifel. Ja. Also man kann Dann das auch anders spielen gegen H3, aber muss man nicht. muss man jetzt Läufer G5 verhindern? Du Das hier kannst so? H6 spielen, aber. Ja. Ansonsten gleich Ich Läufer glaube, ich habe mit E6. Weiß auch schon mal. Läufer E7, Läufer E6, sowas. Mit Weiß auch schon mal mit H3 gespielt und bin da ziemlich schnell untergegangen, aber ich kannte das halt auch gar nicht. Ich vermute, er wird das kennen, wenn er spielt. B5. Und in der Regel bringst du den Springer über D7 nach B6, ne? Um ja, jetzt B4. Und jetzt schlagen. Wie möchtest du den schlagen, ist so die Frage. Eigentlich mit dem Läufer. Ja, sieht beides ganz gut aus, ne? Also, auch hier ist dann Finde ich das trotzdem kurz. ganz gut. Ja, ne? Und auch hier. Er wird wahrscheinlich F4 spielen, früher oder später. Oder nicht? Kann er machen, aber hilft ihm, glaube ich, auch nicht so sehr, ne? Du kannst ja mit dem Springer dann nach E5 kommen, deswegen würde ich den Springer jetzt noch nicht direkt ziehen. Ha! Pre-Move! Da-da-da-da-da-da. So, wie machen wir weiter? Also du könntest zum Beispiel Turm B8, B5 machen. Turmschwenks gefallen Gut. Ja, warte mal, Nee. warte mal, warte mal. Also ein bisschen. Na gut, jetzt. Jetzt könntest du erstmal Turm E8 noch machen, Um vielleicht. meinen Läufer hier wegzuziehen. Aber dann mit G5 finde ich auch manchmal ein bisschen unangenehm. Aber geht, ich bin ja noch ganz gut da aufgestellt. Hilft ja auch nichts. Was wollen wir machen? Ja. Müssen wir über uns ergehen lassen. So, wenn nichts kommt. Oh, was? Nee, hängt nicht. Ja, jetzt bin ich aber auch gerade dabei zu grübeln, ob da vielleicht doch irgendwas geht. Ne, mach doch Oder Turm B5, Tom ist doch gut, Hasen? oder? Springer Hasen? Ja, dann auf nehmen, ne? Oder meinst du Nee, ich sofort dachte Springer vorher. H7? Auch So interessant, ne? prophylaktisch. Aber es ist jetzt zu spät. Ach so, ach so. So, jetzt gleich Springer H7? Ist auch interessant, Oder oder? nehmen, und nehmen, es sieht auch gut aus. Alles gut. Wir stehen super. Wir stehen einfach super. Es ist Wahnsinn. Nö. Naja, ist schon, man muss schon aufpassen. So ist es nicht. Wir oder er? Ja, beide. Beide. Gut. Jetzt hängt G5. Er könnte irgendwie Dame irgendwo hinspielen. So, jetzt warte mal ganz kurz. G6, Springer, E4. A6. Wieso E4? Turm den D5 angreifen und Turm E5 drohen. Das finde ich gut. Müssen wir aufpassen auf Springer H6 Geschichten? Nee, nein, ist ja zu langsam. Noch nicht, aber könnte irgendwann mal soweit sein. Wenn er G6 spielt. Aber den hätte ich Hängt. aber nicht erwartet. G6 ist eine Option, Schlagen ist eine Option. Schlagen kommt, Läufer schlägt E4, ne? Achso, dann vielleicht Spätestens doch erst dann G6. erst G6, ja. Und dann kann man doch hier eine Qualle opfern oder so, oder nicht? Bin mir da noch unschlüssig. Wir müssen jetzt ein paar gute Züge machen, ne? Ein paar gleich, Läufer E7? Nee, bringt nichts.
Ja gut, im Zweifel nimmst du auf D5 jetzt raus, ne? Es war der Zweifel. Okay. Gut. Na gut, aber was ist denn seine... Also nach Läufer E4 kann man ja auch Turm E5 oder so machen, oder nicht? Hm? Oder wenn wir mutig sind, sogar boah, hier rausnehmen. Aber so ja, das sieht irgendwie... Mutig sind wir nicht, ne? Naja, vielleicht doch. Auf G5? Achso, nee, Turm E5 sieht gut aus, ja. Nee. Ich dachte Läufer D4, aber danach hängt ja der G5 auch noch. Also muss er ja, da ja, ja schon vorsichtig sein. So, drohen wir jetzt D5? Und dann knallt bumm, bumm, alles raus? Irgendwo weiß ich noch nicht. Ja! Machen wir. Na, vor allen Dingen wird dann unser Läufer mal. Was ist denn jetzt mit Turm E4? Den nehmen wir doch gerne mit. Hm. So, jetzt müssen wir nur noch hier unsere Springer ins Spiel bringen. Turm E1, Springer E5. Oh. Ja. Welch Trick. Welch trickreiches Spiel von uns. Das sieht schön aus. Läuft. Was muss denn jetzt kommen, irgendwie Dame? G3, ne? Mhm. Hm. Aber dann sieht das so aus, als ob nehmen man hier schlagen G5, Springer G5. Ne? Oh, also ja, vielleicht geht das auch nicht, aber... Doch, es muss gehen. Okay. Es droht doch dann Springer F3 und Springer H3. Ja und? König G2 verteidigt beides. Ach so. Ja, dann... Na, trotzdem Springer GF3 dann, ne? Aber Läufer H3. Oder auch Springer EF3 und mit der Idee den Damen irgendwie nach H3 zu. Frage, ob wir das schaffen. Ich hätte Turm F4 nicht gemacht, aber jetzt musst du... Das sagst du jetzt. Ja, natürlich sag ich das jetzt. Was mit Dame A8? Schach. Ja, lass mal krachen, oder? Zeige ich immer Schachgebote. So, mit welchem? Mit dem hier. Mhm. Ach so, warte mal, er kann jetzt alles rausnehmen. Wieso? Oh. Das geht ja gar nicht. Oh. Hm. Springer E6 dann das? Ja, aber dann war Dame 8 total unnütz. Dame C8? Jetzt musst du auf. Oder Dame D8? Zu spät. Mhm. Dame 5? Also jetzt ich glaube immer D3. Noch, dass das ja, mit dem offenen König, das Springer ist schon... Oder Springer F4 droht ja auch. Ja, Springer D3 gewinnt doch jetzt schon mal das geopferte Material zurück. Ja, das war doch wirklich geopfert. Du kannst ja, ja nicht sagen, auch, das war eingestellt. Nee, aber ich glaube, es ist ein bisschen fehlgeopfert. War geopfert. Vielleicht ein bisschen überschätzt, aber... Mhm. Wir könnten auch Schach gehen. Ja, nimm mal auf F2, warum nicht? Also jetzt ist ja... Du hast jetzt Angst, ne? Nee, aber sieht doch super aus. D5, Läufer C5. Mhm. Hätte ich hier irgendwie matt. Im Zweifel machst du jetzt Springer ja. G5 und dann wirst du nicht matt. Ja, wir drohen schon wieder hier teuflische Sachen. Mhm. Hm. Dame E3. Ja, jetzt nehmen wir auch. Mit der Dame, okay. Oder mit dem Springer? Springer eigentlich, ja. Ja, das ist gut. Ach, hat schon aufgegeben. Oh, aber kein Blitzrating dazu bekommen. Schade, schade, schade. War eine gute Session, haben wir uns ja hochgespielt. Ja, alle gewonnen, ne? Und jetzt wird es auch schon wieder Zeit, uns zu verabschieden. Genau, euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Ja, schaut ein bisschen US Masters. Lasst den Abend schachlich ausklingen, so wie jeden Sonntag. Genau. Und wenn morgen geht es dann auch schachlich schon wieder weiter. Genau. Bei der Lernstunde. Morgen 20.15 Uhr. Thema ist Dame gegen zwei Türme. Also immer noch im materiellen Ungleichgewicht. Seid dabei und macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.